So, herzlich willkommen zu dem Juni-Video für die deutsche Konversation. Das ist so an sich ein sehr besonderes Video für mich, weil es um so das FSJ noch einmal geht. Und das möchte ich euch alles irgendwie so ein bisschen erklären. Also zum einen soll es über die letzten 10 Monate gehen. Das ist wie so eine Art Anschluss zu dem einen Video, was ich schon mal gemacht habe, wo es darum ging, was ich die letzten paar Monate so gelernt habe. Und zum zweiten geht es auch um so einen kleinen Zukunftsvoraussageprozess, was ich vielleicht machen werde, wie das alles wird und wie meine Pläne aussehen. So, zum einen geht es nämlich darum, dass ich statt 12 Monate, wie eigentlich geplant, insgesamt nur 10 Monate in Pilsen verbringen werde und zum Ende vom Juni auch mein FSJ, sag ich mal, beende oder mein ESK. Und das hat ein paar verschiedene Gründe und ist auch nicht schlimm. Und ich gehe dann, sag ich mal, zeitgleich mit den Konversationsstunden auch nach Hause. Und ja, genau. Aber ich möchte so ein bisschen darüber reden, was mir die Zeit irgendwie gebracht hat und was schön war und ja, genau. Ich habe nämlich zum einen, was ich ja beim ersten Video, also bei diesem Video, wo ich schon so über das Ähnliche gesprochen habe, schon festgestellt habe, dass ich halt eben unheimlich viel über mich selbst gelernt habe und dass halt sowohl das Positive, also halt meine persönlichen Stärken, als auch das Negative teilweise, also Schwächen sind. Und ich muss zugeben, ich bin relativ schlecht darin, meine Schwächen einzusehen. Ich mache das ungerne. Und also ich glaube, viele Leute machen das ungerne. Aber ja, ich bin da nicht die Beste drin. Es ist genauso, ich kann schlecht verlieren. Und da habe ich halt auch so ein paar Sachen über mich selbst gelernt. Das Erste, was ich gelernt habe, ist so aus meiner Sicht eine Stärke, nämlich dass ich habe es nicht über mich selber gelernt, aber bin da drin viel besser geworden aus meiner Sicht, ist, dass ich persönlich offener geworden bin. Das meine ich nicht mal auf Smalltalk oder neue Leute kennenlernen und halt irgendwie mit denen ein Gespräch aufbauen bezogen, sondern eher wirklich darauf, dass ich, wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin oder halt super zufrieden bin, dass ich das halt viel besser sagen kann. Also ich kann das zum einen mir besser eingestehen und dann fresse ich das, sag ich mal, nicht so in mich rein von den Gefühlen, sondern sag halt, was mich stört und ich glaube, das bringt halt auf Dauer einfach mehr, als wenn ich das halt so weiter in mich, sag ich mal, einarbeiten würde, weil dann kommt man leider einfach nicht zu einer Antwort und es wird nicht besser. Gleichzeitig habe ich auch mehr Vertrauen in mich selbst aufgebaut, genauso wie in meine Mitmenschen. Also mir fällt das teilweise ein bisschen schwer, so bei Gruppenarbeiten zum Beispiel so bestimmte Arbeit abzugeben. Also ich weiß, dass ich es nicht perfekt mache und vielleicht die anderen Leute das viel besser machen, aber trotzdem ist es für mich schwer, die Kontrolle abzugeben. Da bin ich aber besser geworden. Vielleicht geht das auch so mit so Faulsein so ein bisschen Hand in Hand, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das besser geworden ist und dass ich da halt so den Fähigkeiten von anderen, aber halt auch meinen eigenen Fähigkeiten besser vertrauen kann. Was natürlich nicht schön ist, sind so die Schwächen, die jeder hat. Und dass man da irgendwie dran arbeiten soll, muss, keine Ahnung. Und ich bin eine Person, ich gebe, es kommt drauf an, aber ich gebe bei manchen Situationen sehr schnell auf. Und denke mir einfach so, nee, das ergibt jetzt nicht mehr so viel Sinn. Und bin dann halt sehr schnell in meiner Entscheidung. Manchmal wäre es auch besser, wenn ich halt in so manchen Situationen, nicht in allen, aber in manchen, einfach durchziehen würde. Also, keine Ahnung. Vor allem, wenn so ein Ende in Sicht ist. Genau.
Ja. Und dann zum anderen, was ich so die letzten paar Monate an sich gemacht habe, ist halt natürlich halt die Konversationsstunden, die Videos, klar, dann andere Aktivitäten von Totem. Und außerdem glaube ich, dass ich halt so ein paar soziale Kompetenzen erlernt habe. Einfach weil ich habe davor nie also vor allem nicht mit Senioren zusammengearbeitet. Also ich meine, das ist ja keine Arbeit, aber ich meine, klar hat man irgendwie Gespräche mit irgendwie den Großeltern, den Bekannten von den Großeltern, bei irgendwelchen Festen, ja. Aber ich habe das nie so als Arbeit sowieso nicht gehabt, aber auch nicht auf Dauer. Deswegen, das war was Neues für mich. Und ich glaube, das lief eigentlich nicht so schlecht. Und ja, das geht halt mit diesen sozialen Kompetenzen unheimlich doll Hand in Hand. Und ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die ich ganz gerne habe. Und das ist ganz schön. Und ich muss auch sagen, dass sich so meine Interessen ein bisschen geändert haben die letzten paar Monate. Also ich glaube, das ist ganz normal. Das entwickelt sich bei jedem anders. Also halt das Umfeld hat halt natürlich einen Einfluss darauf und halt auch man selber und wo man sich so im Leben befindet. Aber ich bin halt, ich meine, ich reise zum Beispiel sehr gerne und ich mag das eigentlich nicht so in Museen und so diese kulturellen Sachen zu machen, wenn ich reise, weil ich halt eher so dieses Leben haben will dann. Aber da bin ich die letzten paar Monate ein bisschen interessierter an Museen und an Ausstellungen oder halt auch an Konzerten wieder. Und das ist, glaube ich, ganz schön. Dann fühle ich mich danach nicht so schlecht. Ich habe dann was gemacht und kann Leuten irgendwie davon erzählen. Und meine Mama weiß auch, dass ich nicht nur rumgesessen habe. Deswegen das ganz gut. Und außerdem habe ich unheimlich dolle das Lesen wieder für mich entdeckt. Ich lese eigentlich, das haben wir mal bei so einem Englischvideo vorgestellt, so unsere Lieblingsbücher. Ich lese eigentlich bloß eine Buchreihe und das ist halt diese Brunetti-Buchreihe, diese Krimiserie von Donna Leon. Naja, ich lese sie unheimlich gerne und mache das jetzt endlich mal wieder. Deswegen, das ist sehr schön. Und was ich natürlich auch gemacht habe, ich bin insgesamt so an Krimis und so interessiert und zusammen mit Blau haben wir halt unheimlich viele tolle Dokumentationen gesehen. Das war ganz schön. Genau. Und was man halt noch sagen kann zu der Zukunft, also zu diesem zweiten Thema, sag ich mal, ist halt, dass ich zum einen natürlich vorhabe, irgendwie zu studieren. Wo und wie, keine Ahnung, mal gucken. Die Bewerbungsphase geht noch eine Weile. Dann will ich halt weiterhin viel reisen, weil ich es einfach gerne habe. Ich will auch weiterhin alleine reisen. Das ist einfach, glaube ich, mein Ding. Ich mag das und es macht mich glücklich. Und ich will auch irgendwie das nutzen, was ich die letzten paar Monate halt hier gemacht habe. Also, das wird, glaube ich, schwer mit Tschechisch, weil ich zum Beispiel halt im Tschechischen einfach nicht gut bin. Aber vor allem diese Schwächen und Stärken, dass ich das halt irgendwie weiter für mich so ein bisschen ergründe und dagegen teilweise ankämpfe, teilweise mit dem Flow gehe. Deswegen, ich glaube, das wird ganz gut. Und die letzte Sache ist so ein bisschen, das ist mir die letzten paar Monate auch aufgefallen. Ich glaube, das ist oftmals so, wenn man halt bestimmte Leute um sich hat, also die ganze Zeit, wird es natürlich irgendwann nicht mehr so besonders, wie wenn man erstmal eine Weile hinfahren muss. Ich habe jetzt unheimlich dolle meine Familie nicht vermisst, aber halt einfach gewertschätzt, wenn ich sie, also vermisst auch, aber wenn ich sie halt nicht gesehen habe und ich freue mich darauf, auch viel Zeit mit denen zu verbringen, vor allem jetzt auch den Sommer und deswegen, ich glaube, das wird ganz gut. Genau. Und ja, ich glaube, das war's. Es kommt noch ein Video im August, das drehe ich jetzt auch heute. Und das wird, glaube ich, ganz cool. Und sonst wünsche ich schönen Sommer und danke fürs Angucken. Ciao, ciao.